Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Joint Venture zwischen Weller Löhtechnik und Your O-Droid Elektronikbausatz. Ja, die Weller Löhtechnik hat mir Lötdraht zur Verfügung gestellt. Den soll ich testen und ganz genau unter die Lupe nehmen. Und damit gehöre ich zum Weller Solder Squad. Ich werde nachher die Ergebnisse mit dem speziellen Spezialdraht, der hier auf der Matte liegt, in Instagram auch mikroskopiert darstellen. Und da habe ich im Wesentlichen 3 Durchmesser bekommen von dem WSW SCN M1 Solder Wire. Und auf der rechten Seite, da ist ein Uhrenbausatz, den ich in Zukunft für meine Zeitraffer-Videos verwenden möchte. Und den habe ich gestellt bekommen von der Firma oder von der Webseite roboter-bausatz.de. Habe mich riesig gefreut über beides. Und da das ja eine Beistellung ist, handelt es sich hier um eine Dauerwerbesendung. Das Einzige, was mir gehört, außer der Schneidematte, auf dem das ganze Material liegt, ist die Weller Lötstation. Die hat schon mein Großvater im Zweiten Weltkrieg vor den Alliierten versteckt. Nein, Spaß beiseite. Die ist wirklich schon Asbach, uralt. Und das spricht ja für die Station, weil die so lange durchgehalten hat. Und weil Weller auf Qualität setzt und hier keine geplante Obsoleszenz einbaut, sodass die Dinger kaputt gehen und man Neues kaufen muss. Und das ist ja 2022 absolut zeitgemäß noch, der Umwelt zuliebe, der Last Generation zuliebe, dass man hier nachhaltig mit Produkten handhabt. Und in diesem tollen Bausatz, da war alles dabei, ein Arduino, die Uhr, auch sogar 3D gedruckte Teile, bin ich auch gerade richtig intensiv drin. Ein Netzteil und so einen tollen Satz Pinzetten. Das hat dem drüber ganz gut gefallen, weil der ist ja noch gar nicht so gut ausgestattet. Und die ganzen Artikel, die gibt es natürlich auf roboter-bausatz.de und den Weller, den gibt es auf weller-tools.com. Okay. Dann haben die mir noch ein Prospekt mitgeschickt, die Jungs von Weller. Da steht alles oben, was dabei ist oder was zählt. Performance and Productivity. Also Leistung und Produktivität. Low Total Cost of Ownership. Also Schnäppchenjäger aufgepasst. Und Quality Solder Joints. Die haben natürlich nicht nur Lötkolben und Lötpumpen, sondern auch Lötdraht. Ist ja klar, wenn die so lange halten, müssen die ja irgendwie ein paar Euros verdienen. Machen die einen tollen Lötdraht. Ja, und der schaut so aus und da ist im Inneren ein Fluxcore, also das Flussmittel. Das ist das Knopfhoff an ihrem Lötdraht. Ich habe mich ganz lange mit dem Spezialisten unterhalten von Weller und der hat gemeint, ja, wir haben auch noch Thinner. Das kommt hier um bestimmtes Material, ja, das sind bestimmte Löttechniken und ja, was für Zusammensetzungen das es gibt. Zum Beispiel eine Legierung SN96,5 AG, das ist Silber. 3% und Kupfer 0,5% und ganz verschiedene Qualitätsstufen je nach Anwendungszweck und dadurch haben die ein ganz besonderes Lötverhalten. Und das schauen wir uns ja nachher nochmal genau an und wie das so funktioniert, komme ich vielleicht noch im Detail dazu. Ja, es gibt zwei Lager, habe ich erfahren. Das Lager mit dem Well WDC Dry Cleaner, also das ist so eine Stahlwolle und Oldschool mit dem Schwamm, den soll man nicht zu feucht machen, weil dadurch kriegt die Spitze einen Temperaturschock und dann hält die nicht so lang. Gerade bei Leuten, die viel arbeiten, so im Hobbybereich, wird sie das nicht merkbar machen, aber wenn dann wieder so die Dame da sitzt den ganzen Tag löten, dann soll das Ding nicht zu feucht sein und ist vielleicht sogar besser die Wolle. Wie gesagt, gibt es zwei Lager und wenn die Spitze lang im Einsatz ist, muss man die auch wieder verzinnen. Da gibt es Thinners, es gibt eine Polish Bar, um die sauber zu machen und kleine tolle Stahlbürsten, Drahtbürsten und hier auch ein YouTube-Kanal. Schaut mal, vielleicht könnt ihr den freischalten und seht ihr, da gibt es Kilometer Ware. Na toll, 100% Fluxcore, schreiben sie. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie das dann mit dem Flussmittel in den Bausatz reinfließt. Das ist eine ganz tolle Sache. Und eigentlich wollte ich ein Zeitraffer-Video machen,
Aber ich habe neue 4K-Kamera und die wird dann im Moment zu warm. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen schalte ich vielleicht ab oder das Ding schaltet eh automatisch ab. Jetzt packen wir mal aus und schauen, was hier noch drin ist. Hier, roboterbausatz.de hat sich nicht lumpen lassen. Also ich habe einige angeschrieben. Für die war der Kanal noch zu klein. Aber hier, die haben sich ein Herz gefasst und haben hier mir einen Bausatz geschickt. Ja, ihr habt recht. Ich habe auch ein ESD-Video gemacht. Eigentlich sollte es auf einer ESD-Matte liegen, aber da sind keine so hochempfindlichen Bauteile dabei. Und deswegen glaube ich, dass wir das auch so hinbekommen. Also, das Kernstück hier von der Installation ist schon ein fertiger Arduino-Bausatz. Der kommt dann nachher auf die Uhr drauf und wie das funktioniert, schauen wir uns dann an. Und aus den Bauteilen, die hier liegen, und weil es zur Uhr ist, ist natürlich auch eine Realtime-Glock dabei. Eine RTC, schauen wir uns das auch noch an. Ja, wenn ich es aufbekomme. Vielleicht schauen wir mal, wie lange die Kiste läuft. Dann bleibt einfach mal dabei und ansonsten nächstes gehen abonnieren. Über ein Like würde ich mich freuen. Auch Kommentare stehen hoch im Kurs beim Toolboy. Ah, das sind sogar zwei Kabel mit dabei und einen ganzen Haufen Leuchtdioden. Die braucht man auch. Das gibt dann so einen Kreis. Die schaut richtig toll aus. Und hier die ganzen anderen Bauteile. Alles handverlesen. Und die haben geschrieben, oh, die war jetzt lange ausverkauft. Hat ein bisschen gedauert. Und dann ist die jetzt wieder auf Lager. So, okay. Dann haben wir schon mal Major Part hier. Natürlich brauchen wir Bedienungsanleitung. Dann schauen wir mal. Das Besondere ja, ist ja am Lötrad, dass der schlagartig von flüssig auf fest übergeht. Und das hat Weller voll im Griff, eben mit diesen verschiedenen Legierungen. Und das wollen wir uns auch mal genau anschauen. Ja, wahrscheinlich werde ich hier noch eine Bedienungsanleitung aus dem Netz brauchen. Ah ja, wenn es euch interessiert, ist auch hier der QR-Code dazu für den Bausatz. Könnt ihr euch den mal anschauen. Das leuchtet nachher schön. Und auch wirklich, Yo-O-Droid, ein komplettes Set. Echt klasse. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Okay. So, jetzt würde ich sagen, jetzt mache ich mal schlau und dann bauen wir das Teil zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise, ihr seht mich sofort. Ich brauche jetzt ein bisschen. Bis gleich. So, Hexex, jetzt habe ich mal die kleinen Bauteile alle in die Platine gemacht. Vor allem die Leuchtdioden, das sieht man schön. 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, also die Stunden. Bei der Uhr ist immer ein rotes LED. Wichtig ist noch, dass die Kathode, die positive Seite, es hat ein bisschen ein längeres Beinchen. Und beziehungsweise im Inneren der kleinere Draht. Und die Anode ist die negative Seite, die hat die große Fahne und ist auf der Seite auch abgeflacht. Das sieht man hier vielleicht. Ja, muss immer nach außen der lange Draht. Das habe ich die schön aufgebogen, dass man sieht, damit die alle quasi richtig eingesetzt sind. Es ist ein Thermistor dabei, ein Temperaturwiderstand und eine Fotodiode. Die sind auf der Vorderseite. Und hinten, da ist ein Elko, muss man auf die Verpolung achten. Da ist hier ein Minus eingezeichnet und auf der Gegenseite auf der Platine ist ein Plus. Das ist ein Transistor, die passen auch diese abgeflachte Seite hier rein. Dann sind noch zwei Kondensatoren dabei. Und in dieser Reihe sind die 470 Ohm Kondensatoren und die drei sind die 20 Kilo Ohm Widerstände. Entschuldigung. Und da kommen dann nachher die Knöpfe rein, da ist auch ein Überhang mit dran. Und jetzt mache ich erstmal die kleinen rein. Und das Tolle ist, ich habe verschiedene Lötdrähte, da geht es eng zu. Da kann ich jetzt schauen, ja, von dünnen Lötdraht braucht man halt mehr Strecke und aber auch weniger Temperatur. Wenn jetzt hier temperaturempfindliche Teile oben sind, zum Beispiel wie der Transistor und so, dann werde ich den mit einem dünneren Lötdraht löten, damit eben nicht so hohe Temperatur drauf kommt. Und dann habe ich gesehen, es gibt verschiedene Varianten. Das ist, die Uhr heißt EC1515X. Ist jetzt meine Variante, gibt es auch im B. Und da kommt am Schluss dann, das habe ich auch ein bisschen erörtert noch, hier hinten der Arduino drauf. Und ich hoffe, der ist schon programmiert, weil da ja noch ein zweites Board dabei war. Sonst muss ich ihn wieder auslöten. No risk, no fun. Also das schaut schon mal ganz gut aus. Und jetzt geht's ans Löten. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.
So, ich habe dick abgelötet und dann abgeknipst. Schauen wir uns mal das Ergebnis an, jetzt von den kleinen Bauteilen. Die sitzen da alle ganz gut oben, relativ gerade. Und hinten die ersten Lötpunkte. Ja, ich habe mir auch jetzt überlegt, dass ich jetzt dann einen Live-Lötpunkt mit euch setzen möchte. Das schaut soweit ganz gut aus. Ich habe mir auch Hilfe geholt, hier einmal vom Bandstein mit der Zwicke, obwohl die relativ groß ist. Komm, zwick die bis vorne gut ab und auch die von Kniebecks hat gut funktioniert. Ja. Die hier ist ESD-fähig und mein Favorite ist die hier, die gibt es auch als ESD-Version, das ist die VDE-Version. Ja, ich schaue mal in meinen Videos, da habe ich schon ganz viel drüber gesagt. Ja, und die hat hier vorne nämlich so eine ganz spezielle Geometrie. Die hat so einen Doppelschliff da vorne und da kommt man richtig gut hin. Muss gar nicht so nah abzwicken. Und bei mir ist auch so, bei mir ist immer ein bisschen viel Lötzinn oben. Aber das gucken wir jetzt im Detail an. Da stelle ich dann Makro-Einstellungen ein und dann schauen wir da mal drüber. Zack, Welle hier schaut Lötstellen so aus und mit ihrem Lötzinn wie aus einem Guss. Das wollen wir untersuchen. Die Bilder kommen nachher in das Instagram, die Mikroskopie und How to create a perfect soldered joint, also wie man eine perfekte Lötstelle macht, jetzt erstmal 2-3 Sekunden antippen. Ich habe meinen Lötkolben eingestellt so auf 350 Grad, roundabout, ich glaube 360, 368 ist dieser Punkt, wo das gut funktioniert. Und ist auch so, wenn das Potty hier auf 350 steht, heißt nicht immer, dass es wirklich 350 Grad sind, sondern da hebe ich einfach den Lötzinn hin und schaue, wie er dann läuft. Wenn er so patzig ist, dann ist es noch zu kalt. Und wenn das Flussmittel zu stark abraucht und auch schwarz wird, dann ist es zu heiß. Und wenn man die richtige Temperatur für das Lot gefunden hat, kann man quasi hier die Lötstelle anheizen. Dann macht man das Lötzinn drauf, sehen wir gleich im Makro. Dann bleibt nur ein wenig länger oben, bis das reinfließt. Und dann lässt man es in Ruhe, nicht bewegen, nicht blasen. Oh, langweilig? Nein. Also, das wusste ich auch nicht. Oft habe ich hinblasen, soll man nicht machen. Und eine perfekte Lötstelle sieht dann so aus. So guckt sie aus, so ein Bolli, so Kugel, wenn zu viel Lot oben war und so, wenn es alles runtergeflossen ist, zu wenig. So sieht eine kalte Lötstelle aus. Die setzt sich dann ab, die ist auch so matt. Mit 14 Jahren habe ich mal ein Praktikum gemacht bei der Firma Habelt. Da haben wir Fernseher repariert. Macht heutzutage keiner mehr, Wegwerfgesellschaft und so. Und da haben wir dann gleich gesehen, wenn es so matte Lötstelle war, mit dem Lötkolben drauf und dann ist der Fernseher wieder gegangen. Ja, vielleicht kommen wir dahin wieder ein bisschen zurück. Wäre gut, würde die Umwelt schonen. Kann sich aber nur vielleicht keiner leisten. Und wenn es natürlich dunkel wird, ja, dann ist es zu heiß geworden. Und wenn sie sich verbinden, wenn die zu nah dran sind, dann gibt es einen Shortcut. Also wenn ich immer nettes Mädchen kennenlernen und die mich fragt, was ich beruflich mache, sage ich, ich mache immer das, was ich machen muss. In deinem Fall Elektriker, zuerst Kurzschluss und dann Wackelkontakt. Ja, okay, also gut. Jetzt schauen wir hier die groben Teile nochmal an. Ich löte das dann fertig. Ich habe hier auch schon feinere gelötet, weil man das sehen kann. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Ja. Ah, die sind schon gar nicht so ohne. Oder eine oder andere zu dick vielleicht. Ja, das ist der Mikroprozessor, das ist hoffentlich die Software oben. Und dann, ja, bis gleich. Funktioniert sehr gut, der Lötdraht. Und der Bausatz macht auch Spaß. Und jetzt auch nicht erschrecken, Perspektivenwechsel. Herzlich willkommen in einer anderen Dimension. So, ich möchte jetzt gemeinsam mit euch hier die beiden Buttons einbauen. Und zwar sind die ein bisschen dicker und es sind auch Bauteile, wo nicht unbedingt was kaputt gehen kann. Jetzt hoffe ich, man sieht das hier schön. Die vier Punkte, jetzt nehmen wir mal den 0,8er Draht. Mach kurz die Lötspitze sauber. Da machen wir so, wie wir es beschrieben haben, hinhalten. 1, 2, 3 Sekunden und dann initiieren mit dem Lötdraht. Na, jetzt kommt er, jetzt fängt es auch zum Rauchen an. Und dann noch kurz nachfließen lassen. Abkühlen lassen, nicht hinblasen. Nochmal einen Lötpunkt. 1, 2, 3. Ja. Je dicker das Bauteil, desto länger dauert es, bis heiß wird. So, kurz nachfließen lassen. Das ist fast noch zu wenig. Mal auch noch mal ein bisschen Gas geben hier. Ja, jetzt mache ich meinen Lötkolben ein bisschen wärmer. Die Leuchtdioden habe ich ein bisschen kälter gelötet. 380, denke ich, ungefähr sind wir jetzt. Wenn das stimmt,
was immer anzeigt auf dem Potentiometer. Okay, ja, jetzt geht was. Seht ihr? Jetzt geht es gleich besser. Und dann ist das auch ein Vorteil, wenn das gleich richtig fließt, weil dann ist zwar wärmer, aber man kommt viel schneller durch. Okay, jetzt haben wir die ersten 4 Punkte gemacht. Hoffe ich, das kann man auch erkennen. Und jetzt gehen wir runter auf die 0,5er Draht. Dann werdet ihr das sehen, da brauchen wir gleich ein Stück mehr Draht. Also wieder heiß machen. Jetzt fließt natürlich mehr Draht rein, bis es soweit ist. Auch nachfließen lassen. Dann sieht man, fließt es so rein und das Flussmittel, was noch da ist, verteilt sich schön. Das ist so ein toller Effekt. Machen wir hier einen. Jetzt hat es noch reinzogen. Könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Lötzinn sein. Und jetzt nehmen wir den 0,3 mm Lötdraht. Das ist ja hauchdünn. Auch wieder heiß. Und jetzt da brauchen wir richtig Asche. Ja, da kann man natürlich ganz kleine Verbindungen damit löten. Noch einmal. Da geht richtig was rein, bis das schön abfließt. Jetzt. Und schauen wir uns dann nachher unter dem Mikroskop an. Also das schaut ganz gut aus. Nochmal Display. Display kann man auch noch löten. Punkte unten. Hier hinten haben wir schon alles gelötet. Machen wir das Display auch noch. Ja, das ist auch, denke ich, relativ temperaturstabil. Dann nehme ich jetzt einfach den dicken, mit dem geht das gut. Der 0,8er, der ist echt gut. Ja. Aha, da ist natürlich auch wieder viel Masse. Braucht so ein bisschen. Jetzt also schön reingeschlupft. Zack. Und jetzt tape ich hier kurz an. Dann mache ich die andere Seite, dass das nicht mehr sich bewegen kann. Und jetzt ist es schön reingeschlupft. Ich hoffe, man kann das sehen. Jetzt machen wir hier die vorne nochmal mit dem 0,8er. Okay. Ja, schön klein. Und jetzt nehmen wir nochmal die 0,5er. Da hat gerade gute Einstellung getroffen. Ja, ganz wenig, das ist zu wenig. Mal ein bisschen nachlöten. Ja, jetzt ist es okay. Ja, da kann man natürlich dann auch Lötzinn sparen und genau dosieren. Also der hier ist auch gut. Ja, fast zu wenig. Oh, ja, machen wir nochmal rein. Man kann dann auch andere Lötstelle machen, wenn man Angst hat, dass es zu warm oder das Display. Müsste schon abkönnen. Das ist große Masse dahinter. So, und jetzt den ganz kleinen noch einmal, den 0,3er. Sie fließt gut, den Kolben anhalten. Ja, da geht natürlich ordentlich was weg. Ja, also wird natürlich dann filigraner mit den kleineren. Ich bin ein Mann fürs Grobe, mit dem hier geht es schon. Man hat natürlich gröbere Sachen. Ja, zum Beispiel diesen Stecker oder den können wir uns auch noch mal anschauen dann. So. Schwuppdiwupp. Jetzt ist schön reingeflossen. Und zack. Und wenn man ein bisschen zu viel ist, kann man es auch einen Pin hochstreifen. Da gibt es keinen so einen Bolli. Zack. Also das, ich hoffe, ich sieht man auf der Kamera, das sieht man eigentlich hier ganz gut so, da drauf. Jetzt, schwuppdiwupp, ja, das macht Spaß. Mei, das macht Spaß. Also nochmal vielen Dank an Welle für den Lötdraht und auch an die Roboter. Bausatz.de, auch eine tolle Sache. Okay, jetzt funktioniert gut. Nun schauen wir uns nochmal hier im Detail. Das ist ein richtiges DIY-Feuerwerk. Ja, das läuft gut. Ja, muss gar nicht so weit unten zwicken. Okay, die funktioniert einmal frei. Und Knipex, die ist auch in Ordnung. Aber bei der, da rufen die nicht so weg. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Und dann die ganz kleine. Ja, da ballern sie wieder. Mal die hier gucken. Auch Schutzbrille aufziehen ist ganz gut. Man sollte auch den Rauch absaugen, der da entsteht. Okay,
Also gut, dann machen wir den USB doch auch gleich. USB hier. Da brauchen wir jetzt wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr Temperatur. Und dann muss man den auch gerade drauf löten. Dann nehme ich den dicken Lötdraht. Ja, dauert es wieder ein bisschen, bis er anfängt zum Fließen. Okay. Come on. Ja, das ist natürlich ein dickes Metallgehäuse. Machen wir mal den zwischendurch. Hau ich den Lötdraht, also da können jetzt auch mal 4 oder 5 Sekunden rein. Da kann ja wirklich nichts kaputt gehen, ist nur ein mechanisches Bauteil. Natürlich, wenn der Kunststoff raustropft, ist auch nichts. Ja, come on. Jetzt dreht ihn mal hoch hier. Der schlüpft nicht richtig rein. Jetzt wird gleich unten meine Schneidematte ankugeln. Ja, also das hier, außen, der das Gehäuse verbindet, da ist natürlich ordentliche Masse dahinter. Das ist ein thermischer Speicher, der ordentlich Temperatur aufnehmen kann. Und dann ist es auch mal gut, wenn man ein bisschen einen neuen Lötzinn drauf macht mit Flussmittel, weil dann schlupft es da schön rein. Jetzt hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Ja, okay, nee. So, der hat's in sich, der Punkt, ja, weil hinten halt der größere Masse ist. Jetzt heißt er reingelaufen, das haben wir schön gesehen. Und den machen wir auch nochmal zur Sicherheit. Ja, ist auch gleich nochmal runtergeschlupft. Okay, jetzt schaut's gut aus. Hoffen wir doch. Ja. Das sind jetzt ganz, die schauen gar nicht ganz raus, was ob man das sehen kann. Da machen wir jetzt halt mit einem kleinen Lötdraht Action, dann sehe ich besser hin. Nicht schlechter Specht. Also löten macht Spaß, ist einfach so. Ich hoffe, es leuchtet dann auch gleich. Also wir werden jetzt wieder dann die Perspektive wechseln und dann mache ich den EC noch drauf und den Zummer. Wird über USB betrieben, hier hinten kommt der 2032 rein und dann können wir durchstarten. Also dann, bis zur Inbetriebnahme. Back to life, back to reality. So, und jetzt zum Fazit und zum großen Showdown. Und wir gucken uns an, ob das, was ich zusammengelötet habe, auch funktioniert. Vorneweg, Weller ist spitze. Nicht nur, weil die mir 3 Rollen Lötdraht zugeschickt haben. Das kann ich mir gerade selber nur leisten, könnt ihr euch vorstellen. Sondern, weil die Top-Produkte herstellen, die ein Leben lang halten. Alles, was ich bis jetzt gelötet habe, hier mit Weller Lötdraht, war nicht immer von Weller, gebe ich zu. Gucken wir uns nachher noch unter dem Mikroskop an. Es ist schon gut geschlossen, muss ich sagen. Wenn die Temperatur passt und wenn man weiß, wie die Wärmekapazität ist, die dahinter anbracht ist, dann funktioniert es hervorragend. Und ich bin vom Ergebnis soweit überzeugt und zufrieden. Kommt jetzt nur darauf an, ob es leuchtet. Wir haben 3 Zangen vorgestellt, auch Rob. Bottle-Bausätze.de ist super. RBS, ja, da gibt es diese tolle Watch und noch viel mehr. Der Arduino, den haben die mir so mit zugeschickt. Man musste den nicht programmieren. Ich halte es vielleicht jetzt auch nochmal hier rein. Also toller Bausatz, gar nicht teuer mit Realtime-Glock. Da muss nur 2032 jetzt rein mit einem Piepser, mit einem kleinen IC, der so rum da drauf muss, Reihe Widerstände und der wird über USB befeuert. Und wenn man USB abschließt, dann hält er hier mit der Batterie die Zeit, nur lange Zeit, die man eingestellt hat. Also EC1515X, klasse Sache, auch die Kniebecks, super Kniebecks, super Knips, ja, mit der habe ich gearbeitet und auch mit dieser Anleitung konnte man gut arbeiten, auch wenn es in Chinesisch oben steht. Der QR-Code, der führt auf eine chinesische Seite, wo ich die Sprache umstellen konnte. Da bräuchte ich nicht bemühen. Es gibt auch ein paar Videos, zum Beispiel das hier, wo man sieht, wie es geht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Das erste elektronische DIY-Projekt und jetzt gucken wir mal, was passiert.
Geht das Licht aus, Vorsicht. 12 o'clock. Ja, Wahnsinn. 22 Grad Celsius. Hammermäßig. Und da laufen schon die Sekunden. Und der Datum ist auch mit dabei. Ja, faszinierend. Also, es geht. Ja, toll. Hier rennt die Zeit. Also, macht Spaß, die Uhr zu bauen. Es funktioniert. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich denke, ihr werdet jetzt in dem einen oder anderen Video wieder entdecken. Dann danke fürs Zuschauen und bis bald.